Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was es eigentlich bedeutet, als Cutter zu arbeiten oder als Editor zu arbeiten. Viele gehen ja davon aus, dass einfach nur stupide Szenen zusammengeschnitten werden, aber das ist natürlich nicht so einfach. Da muss man nämlich schon wirklich um sehr viel konzentrierter sein und es bedarf auch schon eine Menge Kenntnis, bis man es wirklich geschafft hat, einen Film so zusammenzuschneiden, wie er am Ende ist, oder auch eine Serie. Ich habe mir für dieses Beispiel für euch, habe ich mir original ungeschnittenes Material aus dem Film Evil Dead geholt. Das kann man bei YouTube finden. Und das ist natürlich aus dem Film von 1980, das ist ganz klar. Ich habe diese Szene, die ich da runtergeladen habe, habe ich dann in zwei Variationen geschnitten. Die gucken wir uns auch gleich an und werde ich euch dann auch genau zeigen, wie man dann die gleiche Szene in verschiedene Variationen schneiden kann. Das ist sehr interessant und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Als allererstes möchte ich euch aber eine Szene aus einem anderen Film zeigen, beziehungsweise aus einer Serie, und zwar aus der Serie Ozark, die momentan bei Netflix anzusehen ist. Die Serie ist wirklich klasse, also sie ist super, ich kann sie nur wirklich jedem empfehlen. Aber ich muss sagen, ich bin über eine Szene gestolpert, die mir sofort sehr negativ aufgefallen ist und wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, wieso fällt das nicht auf? Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier. Guckt euch mal diese Szene an, ihr werdet jetzt hier keinen Ton hören können, aber guckt euch einfach mal die Szene an. Vielleicht könnt ihr ja den Ton doch ein bisschen hören. Mal sehen. Schaut mal. Vielleicht fällt euch also hier etwas auf. Und zwar ist es halt einfach ganz so. Die quatschen halt ein bisschen. Ihr habt ja sogar den Untertitel, seht ihr ja sogar. Er kriegt also jetzt sein Bier, ne, was er jetzt also gerade bestellt hat. Und die Szene ist damit auch schon beendet. Und ist euch etwas aufgefallen? Also, ich weiß, dass es meiner Mutter nicht aufgefallen ist. Die achtet auf solche Kleinigkeiten nicht, aber mir ist es sofort aufgefallen. Und das ist ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Mir ist es ein Rätsel. Und zwar, guckt mal auf den Hintergrund. Man sieht nämlich hier, dass nämlich hier ein Mädel reinläuft mit jemanden anderen. Man sieht hier links im Bild, das Mädel ist reingelaufen. Naja, und sie kriegt jetzt halt hier, er kriegt jetzt das Bier dahingestellt. Und wenn wir jetzt die Szene aus dieser Szene sehen, sehen wir, oh, guck mal an, das Mädchen läuft noch einmal rein. Und das ist auch etwas, das kann man nicht schönreden. Das ist definitiv ein Fehler. Das Mädchen ist einfach hier schon sehr, sehr, sehr viel weiter. Sie ist schon viel weiter im Laden drin. Und jetzt kommt sie, da hinten sehen wir ja, ist das Fenster, da ist die Tür, kommt das Mädel noch einmal rein. Und mir als Cutter würde das doch auffallen. Ich würde das doch sehen und sagen, okay, das ist doch unmöglich, das Mädel kann nicht zweimal reinkommen. Das hängt halt damit zusammen, dass diese Statisten halt immer verschiedene Arten oder verschiedene Ghosts bekommt, ja. Und in der Szene, in der Weitwinkelszene, war sie praktisch schon vorbeigelaufen, bevor sie ihm das Bier hingestellt hat. Und in der Nahaufnahme, da ist sie erst gekommen, als ihm das Bier hingestellt wurde. Und das fällt natürlich, das ist klar, das sind unterschiedliche Zeiten und das lässt sich natürlich, das Bier hinstellen, das lässt sich problemlos schneiden, das haben sie ja auch gemacht. Das können wir hier auch wunderbar sehen. Achten wir jetzt mal nur darauf, wie sie ihm das Bier hinstellt und nicht auf das Mädchen. Sie nimmt die Flasche, sie macht's auf und stellt es hin und das passt. Das Bier passt, aber der Hintergrund passt nicht. Naja, ich würde als Cutter Folgendes machen. Entweder würde ich eben auf diese Szene verzichten, ja, oder würde schon schneiden in dem Moment, wenn er sich setzt, also praktisch hier. Wobei aber auch die Frage ist, ob das dann passt mit dem Mädel, ja. Oder ich würde auf diese Szene verzichten und würde praktisch komplett das Mädel rausschneiden, also praktisch dann hier schon wieder wegschneiden. Also was sie sowieso gemacht haben, also hier schon wieder wegschneiden oder auf diese Szene komplett verzichten. Und dann würde man das Mädel eben dann nur aus dieser Sicht hier eben sehen und nicht aus der Sicht von hinten. Um halt diesen Fehler zu umgehen. Aber das haben die hier nicht gemacht und das finde ich in einer so tollen Produktion
sehr verwirrend. Also sie haben sich da wahrscheinlich so auf das Bier versteift, was hier hingestellt wird, dass ihnen entweder der Hintergrund nicht aufgefallen ist oder sie haben sich gedacht, drauf geschissen, ist egal. Ich kann es mir nicht erklären. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was ich zusammengeschnitten habe. Und zwar habe ich hier Folgendes zusammengeschnitten. Wollen wir mal kurz mal gucken. Und zwar haben wir hier die Originalszenen. Aus Evil Dead haben wir folgende Szenen. Erstmal haben wir die Szene, wie der Darsteller zur Hütte läuft. Und diese Szene ist auch komplett. Das heißt also, wir müssen uns das nicht komplett angucken. Er läuft einfach nur bis zur Hütte, dreht sich einmal um, dreht sich wieder zurück, läuft die Treppe hoch bis zur Tür und greift hoch. Szene zu Ende. Dann gibt es die nächste Szene. Und zwar hier. Hier wird gefilmt aus der Sichtweite von dem jungen Mann, wie er sieht, wie er sich von seinen Freunden entfernt. Das ist diese Szene hier. Das war's. Die nächste Szene, die gedreht wurde, ist die gleiche Szene, wie er zur Hütte läuft, nur jetzt von der Seite aus gefilmt. Das heißt, er kommt ins Bild, er dreht sich wieder um, genau wie auch in der anderen Szene, dreht sich wieder zurück, betritt die Veranda und greift hoch zur Tür. Und dann haben sie diese Szene noch einmal gedreht, aber aus einer näheren Sichtweite. Hier wird die Klappe gemacht, zack. Und er kommt noch einmal ins Bild und greift wieder hoch zur Tür. Dann kommt noch dazu, dass er jetzt zu seinen Freunden sagt, hier, es soll einer von denen hier sein. It's supposed to be one of these one here. Also es soll einer von diesen Schlüsseln sein. Ja, und dann versucht er die Tür aufzumachen. Und geht auch rein. Das war's. Das sind die Szenen, die ich habe. Jetzt gibt es folgende Variation, das zu schneiden. Und zwar habe ich, wie gesagt, hier zwei Szenen draus gemacht. Ich verstehe nicht, warum mein Programm immer so weit nach hinten springt, wegen einmal vergrößern. Es geht mir tierisch auf die Nerven. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie ich die erste Szene zugeschnitten habe. Geachtet genau darauf, wie es jetzt aussieht. Und zwar, der Darsteller läuft. Der Anfang ist immer noch mit Klappe. Jetzt, also der Darsteller läuft auf die Hütte zu. Er dreht sich um und hier mache ich den ersten Schnitt. Und man sieht jetzt, wie er sich von seinen Freunden entfernt. Dann man sieht kurz seine Freunde, dann sieht man wieder, wie er noch immer hinschaut und dreht sich wieder zurück. Dann nimmt er den ersten Step auf die Stufe und wir schneiden in die nächste Szene hinein. Er nähert sich der Tür und jetzt in dem Moment schneide ich auf die Nahaufnahme, wo er sich nach oben nach dem Schlüssel greift. Das ist die erste Szene, so habe ich die als erstes geschnitten. Zu diesem Punkt kommen wir gleich noch hier. Ich zeige euch jetzt erst nochmal die gleiche Szene, aber ein bisschen anders geschnitten. Und zwar die Szene, am Anfang ist das gleiche. Er läuft, da gibt es ja auch nur diese eine, er läuft also auf die Hütte zu und hier, er dreht sich zu seinen Freunden um. Und hier kann man auch nichts anders schneiden. Klar zeigen wir die Freunde erst, wenn er sich umdreht. Da kann man nichts anders machen. Alles andere wäre Nonsens. So, jetzt habe ich aber die erste Veränderung gemacht. Anstatt jetzt nach dieser Szene wieder in diese Szene zurückzuschneiden, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, nachdem er seine Freunde angeguckt hat, in diese Szene zu schneiden. Also in die andere Szene hinein. Nicht wieder in das hier zurück, wie es eben war, sondern in die nächste Szene schneiden. Die begann ja eigentlich in dem vorherigen Fall erst hier, wo er hochgegangen ist. So, also jetzt läuft er hier weiter und anstatt jetzt hier direkt in die Nahaufnahme zu schneiden, wie ich es ja eben gemacht habe, schneide ich jetzt erst rüber, wenn er nach oben greift, wie man hier sehen kann jetzt. Das heißt, es ist zweimal die gleiche Szene, aber völlig anders zusammengesetzt. Es ist, wie ich später gesehen habe, im originalen Film wurde es so geschnitten, wie ich es hier auch gemacht habe. Und zwar so, 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 genau wie im originalen Film. Aber hier hat das dann so geschnitten, wie ich es letzten Endes dann hier gemacht habe. Hier ist das also dann gleich, also das praktisch, dieser Schnitt ist im originalen Evil Dead. Dafür ist im originalen Evil Dead eben nicht dieser Schnitt hier zurück zu dieser Szene. Also man kann da quatschen, solange man will. Und es ist auf jeden Fall ja, sehr interessant, dass man die gleiche Szene in so verschiedenen Varianten zeigen kann.
Dann gibt es noch eine Sache, und das ist im Original Evil Dead nicht der Fall. Ich hätte es rausgemacht. Und zwar ist es so, dass er hier einen Satz sagt. Er sagt hier, das habe ich euch vorhin in der anderen Szene hinten gezeigt, dass es einer von diesen Schlüsseln sein soll. Und das ist natürlich ganz klar, ja. Ich meine, er hat einen Schlüsselbund, er redet hier auch viel zu leise, seine Freunde sind viel zu weit weg, um ihn überhaupt hören zu können. Das ist eigentlich unsinnig, dieser Satz. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Satz rauszuschneiden. Das heißt, er guckt sie nur an und guckt dann auf den Schlüsselbund und versucht aufzuschließen. Er sagt nichts. Jetzt ist es aber so, wenn ich diesen Satz aber rausschneide, dann springt das Bild. Das können wir jetzt hier sehen. Zack, habt ihr gesehen? Da ist ein kurzer Sprung. Und dieser Schnitt, der würde ja auffallen. Diesen Schnitt muss man also umgehen, indem man einfach eine Szene, und zwar die Szene seiner Freunde, wieder hinzufügt. Das ist jetzt in dem Fall hier nur ein Bild, wenn man mal guckt. Da, das ist natürlich Nonsens, man würde sowas jetzt nicht machen, aber nur um euch zu zeigen, der Schnitt würde also praktisch nicht auffallen in dem Moment, wenn man halt seine Freunde sieht. Und der Satz ist rausgeschnitten. Im Originalen, wie gesagt, ist der Satz aber nicht rausgeschnitten worden, sondern ist drin. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich wollte euch damit eigentlich nur mal zeigen, dass man, wenn man Rohmaterial hat, wirklich wunderbar seine eigenen Filme zusammen kreieren kann und seine eigenen Ideen. Und dass die Ideen wirklich zahllos sind. Also man kann wirklich so oft, wie man will, das umschneiden und man hat doch immer wieder einen anderen Film. Und ja, ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, schneiden ist eine sehr interessante Sache. Ich mache es unheimlich gerne. Natürlich meistens meinen eigenen Kram, aber hier hatte ich halt ein recht gutes Beispiel jetzt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Das erste seit langer Zeit und freue mich natürlich über Kommentare. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.